Ein Kanal mitten in Bangkok, darin treibt ein menschlicher Kopf. Was für ein Horrorszenario. Passanten bleiben stehen, sind irritiert, verstört. Das Wasser ist voller Müll und Dreck. Ein Passant traut sich rein, geht vorsichtig auf den Kopf zu. Er stupst ihn an und dann passiert es. Plötzlich schreckt der Körper auf und bewegt sich. Keine Leiche. Der Mann, dessen Kopf nur zu sehen gewesen ist, sagt, er habe bloß im Wasser meditiert, in dieser Brühe. Bei den Passanten am Ufer hat er damit aber einen ganz schönen Schock ausgelöst. Und die können nun eine echte Grusel-Horror-Story erzählen, die zum Glück gut ausgegangen ist.